Moin Moin! In diesem Video zeige ich euch, wie ich diese Stauraumkisten hier gebaut habe, als Ersatz für unsere Rückbank, um mehr Stauraum für unseren Dacia Docker Camper zu gewinnen. Also bleibt dran! Ich habe jetzt alles soweit ausgemessen und mir einen groben Plan gemacht. So soll das dann ungefähr aussehen hinterher. Und habe mir überlegt, was ich jetzt genau für Holz zusägen muss. Und ich war auch im Baumarkt und habe mir entsprechendes Holz besorgt. Beziehungsweise teilweise hatte ich das Ganze auch noch rumliegen. Das ist jetzt erstmal das Material für die Rahmenkonstruktion. Damit will ich jetzt erstmal anfangen. Hier habe ich mir auch schon angezeichnet, wo ich jetzt gleich überall sägen muss. Und dann will ich jetzt erstmal den äußeren Rahmen soweit bauen. So, der dreckigste Teil ist erledigt. Zugesägt habe ich alles soweit. Zum Zusammenbauen bin ich jetzt mal hier nach drin gegangen. Das heißt, als erstes muss ich mir jetzt eine Decke besorgen, um diesen Tisch da zu schützen, damit er nicht kaputt geht. Ansonsten meckert Anna. Und dann geht's los mit dem Zusammenbauen. So, jetzt kann nichts passieren. Ja, das Holz ist ziemlich massiv und die Schrauben, die ich hier habe, sind anscheinend auch nicht die allerbesten. Deswegen spaltet das leider weg, wenn ich da einfach so reinschraube. Deswegen werde ich das jetzt alles ein kleines bisschen vorbohren. Okay, ich habe mich doch gegen Vorbohren entschieden und bin stattdessen noch mal kurz zum Baumarkt gefahren. Ich habe mir ein paar ordentliche Schrauben geholt. Die lassen sich auch problemlos da reindrehen und spalten das Holz nicht. Es geht nichts über vernünftiges Material beim Arbeiten. Jetzt habe ich die ersten beiden Seitenrahmen fertig. Da kommt jetzt hier quasi noch eine Verstrebung in die Richtung dazwischen und unten kommt eine Grundplatte drunter. Und dann ist der erste Korpus im Prinzip auch schon fertig. Die Rahmen hier habe ich jetzt relativ massiv und stabil gebaut, weil da ja im Endeffekt dann auch das ganze Gewicht drauf liegt, wenn wir schlafen, weil hier oben drüber ja die Liegefläche dann drüber geht und deswegen müssen die ein bisschen was aushalten. Die Bodenplatte und Rückwand ist dran und damit ist das Ganze dann eigentlich auch fast schon fertig. Ich werde jetzt nur noch hier oben einen so einen Querträger, so einen etwas schmaleren hinbauen und dann müsste das eigentlich auch schon halten. Jetzt habe ich gerade noch die zweite Kiste gebaut. Genau so werden sie dann hintereinander im Auto ja quasi auch sein und links und rechts kann man dann die Schubfächer rausziehen. Jetzt ist für dieses Jahr erstmal Schluss. Heute ist nämlich Silvester und im nächsten Jahr muss ich mich dann darum kümmern, die Schubfächer irgendwie zu bauen. Aber für euch geht es jetzt direkt weiter. Ich war jetzt im Baumarkt und habe mir die Materialien besorgt, die ich für die Schubfächer noch brauche. Ich habe da wieder auf die gleichen Materialien zurückgegriffen, die ich schon für die Staufächer hinten im Kofferraum genommen habe. Das Video dazu verlinke ich euch mal da oben in der Ecke. Könnt ihr nochmal reinschauen, wenn ihr möchtet. Das heißt, ich habe jetzt hier so eine 6 mm Spanplatte als Bodenplatte genommen und für die Seiten habe ich so 9 mm starke Siebdruckplatten einfach wieder genommen. 9 mm Siebdruckplatte hat den Vorteil, dass man da quasi schon seitlich in die Kante reinschrauben kann, ohne dass das Holz auseinandergespalten wird. Das würde bei 6 mm nicht gehen. Deswegen sind die Seitenwände in 9 mm, damit ich da dann die Bodenplatte von unten vernünftig dran schrauben kann. Ansonsten habe ich mir jetzt auch noch so Schubladenauszüge hier besorgt. Da habe ich eine ganze Weile drüber nachgedacht, was ich da am besten nehmen kann, weil es da irgendwie super viel Auswahl gibt in allen möglichen Preiskategorien. Ich habe mich jetzt hier erstmal für ein ganz einfaches System entschieden, dass so ziemlich das günstigste war, das ich gefunden habe. Das sind so diese einfachen Schienen mit vorne und hinten so einem Plastikrädchen dran, die halt ineinander greifen. Kennt man so von IKEA-Möbeln zum Beispiel, da sind die glaube ich auch teilweise mit dabei. Das sind jetzt hier die günstigsten, die ich auf Amazon gefunden habe. Da hat jetzt quasi ein Set für eine Schublade nur 5 Euro gekostet und das sollte, denke ich, für meine Zwecke ausreichend sein.
So, jetzt habe ich die äußeren Schienen von dem Auszug hier schon mal außen festgeschraubt und habe hier einfach schon mal eine von den beiden Bodenplatten draufgelegt, um das hier auszuprobieren. Und das funktioniert auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Eines habe ich allerdings nicht bedacht. Das sind ja hier so Schienen, die eigentlich noch den ziemlich coolen Vorteil haben, dass man die ganze Schublade hier im vorderen Bereich einfach rausheben kann, ne, und wieder reinsetzen kann. Dafür braucht man allerdings, ihr seht das, ich halte hier gerade provisorisch mal eine von den Seitenwänden hin, dafür bräuchte man hier oben natürlich ein bisschen Abstand, damit man die Schublade da rausheben kann. Da werde ich also mir hier hinten einfach wahrscheinlich eine Ecke raussägen und die hintere Wand ein kleines bisschen flacher machen und dann sollte das auch funktionieren. Um die Schubfächer zu bauen, muss ich ja jetzt die 9mm Siebdruckplatten hier quasi so Ecke auf Ecke aufeinander schrauben. Und ich hatte erst Angst, dass mir das Holz wegsplittern könnte und habe deswegen gerade mit Vorbohren gearbeitet am Anfang. Ich habe jetzt allerdings festgestellt, dass das gar nicht unbedingt nötig ist. Ich habe jetzt hier mal an so ein paar Reststücken ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe hier Schrauben 3x20mm. Die kann man problemlos so nah am Rand und eben auch hier in die Seite vom Holz reinschrauben, ohne dass da irgendwas aufsplittert. Das heißt, die anderen Schrauben werde ich jetzt alle ohne Vorbohren machen und damit hält es dann auch super stabil. Die Schrauben, die ich hier verwende, die verlinke ich euch auch mal unter dem Video, wenn ihr die auch haben wollt. Diese Spex-Schrauben nehme ich eigentlich für alles, die sind super gut. Erster Versuch, ob es denn jetzt auch noch passt. Ja, etwas stramm. Aber funktioniert. So. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. So sieht das Ganze jetzt im Auto aus im Moment. Ich habe jetzt hier unten noch eine Leiste dran geschraubt auf beiden Seiten, damit das Ganze hier vorne auf dem Metall, ne, wo der Sitz sonst festgeschraubt wird, perfekt aufliegt, weil da hier eine kleine Stufe quasi drin ist. Ne? Dadurch liegt das hier perfekt auf. Und dann habe ich vor, das Ganze mit diesen beiden Metallteilen hier, da habe ich noch zwei von rumliegen gehabt, hier auch im Auto zu befestigen. Ein entsprechendes Loch quasi da reinmachen, wo die Originalschraube dann auch wieder durchpasst und dann wird das Ganze so im Auto fixiert. Ich habe mittlerweile alles fertig gebaut und zeige euch jetzt mal, wie das alles funktioniert und wie es geworden ist. Befestigt habe ich das Ganze jetzt hier tatsächlich vorne mit diesen Metallteilen, die ich noch rumliegen hatte. Ich habe das hier unten nur ein bisschen ummantelt, damit das scharfkantige Metall hier nicht absteht, wenn man die Kisten nicht im Auto drin hat. Ne? Aber das sind einfach hier diese Metallwinkel hier unten mit der Originalschraube befestigt. Damit sind die Kisten schon mal ziemlich fest, können auch bei einer Vollbremsung oder so nicht verrutschen und sind ziemlich gut im Auto befestigt. Ein kleines Problem gibt es nur, wenn man das Schubfach komplett rauszieht. Durch das Gewicht, ne, das Ganze kippelt dann hier so ein bisschen rum, weil das ja nur da vorne an dem einen Punkt fixiert ist. Da habe ich mir aber was relativ Cooles ausgedacht, um das Problem zu beheben. Dafür musste ich es irgendwie hinkriegen, die beiden Kisten ja einfach miteinander zu verbinden, weil dann durch das Eigengewicht der anderen Kiste das Kippeln nicht mehr passieren kann. Dafür habe ich mir hier so eine Art Klammer gebaut aus den Reststücken von der Siebdruckplatte. So, und die passt quasi hier genau über die Rückwände drüber. Die kann ich jetzt hier so überstülpen. Die sitzt schön straff. So, und jetzt hält das bombenfest zusammen und wenn ich jetzt hier das Schubfach rausmache, kann hier absolut nichts mehr kippeln und das hält bombenfest. Ich wollte dann allerdings noch ganz auf Nummer sicher gehen, weil hier unten halt jetzt schon noch so ein nicht unterfütterter Abstand immer drunter ist. Ne? Und man steigt ja durchaus dann hinterher auch mal hier von der Seite ins Auto ein und dann ist das ganze Gewicht quasi hier auf der Kante. Und damit hier nichts passiert und nichts wegbrechen kann, habe ich zum einen hier noch eine Latte drunter geschraubt.
und habe mir dann hier ja wie so eine Art Keil gebaut, ne, der hier perfekt runterpasst. Und den kann man dann hier einfach drunter schieben. Jetzt liegt das hier überall auf und ist unterfüttert. Und dann kann auch nichts mehr passieren, wenn man einsteigt oder wenn man hier drauf sitzt. Damit man das Schubfach gut öffnen kann, haben wir hier einfach so ein kleines Loch eingebohrt. Das funktioniert super gut. Dabei ist uns allerdings leider hier hinten das Ganze so ein bisschen weggeplatzt. Wenn ihr wisst, was man dagegen machen kann, damit das nicht passiert, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Das würde mich interessieren, dann kann ich es beim nächsten Mal noch besser machen. Jetzt zeige ich euch noch eben, wie das Ganze mit der Kamperlbox zusammen funktioniert. Ich brauche ja jetzt quasi nicht mehr dieses Brett, was hier normalerweise dran ist, wenn man die Rückbank ausgebaut hat. Nur diese Extrastütze, die habe ich deswegen einfach abgeschraubt, weil sie jetzt im Prinzip nur im Weg wäre, weil diese Konstruktion ja hier jetzt die Stütze ist. Und damit funktioniert das dann ganz genauso. Wir können das einfach umklappen und haben hier eine perfekt ebene Liegefläche. Und so sieht das Ganze dann im voll aufgebauten Zustand mit Kissen aus. Also man sieht, das ist mega stabil, da wackelt gar nichts. Das sollte ganz ohne Probleme halten. Und so kann man dann hier die Kisten schön ausfahren. Und das bringt, denke ich, eine ganze Menge Stauraum, den wir jetzt zusätzlich haben. Mhm. Das soll es für dieses Video dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Ganze hier dann auch nochmal im praktischen Einsatz sehen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos. Ansonsten schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr die Variante hier findet. Und lasst uns, wenn ihr möchtet, auch gerne einen Daumen rauf da. Da freuen wir uns immer drüber. Bis zum nächsten Video. Ciao.